Ahoi, ihr Leuchtmatrosen! So, alle mal an Bord! Hier sind wir wieder bei Cleo, A Pirate's Tale. Hier ist Cleo. Nicht hier, sondern hier. Das ist irgendeine Krabbe. So, hier sind wir im dritten Teil von Cleo, A Pirate's Tale und versuchen, die unglaublich schweren Rätsel hier zu lösen. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll, aber wir versuchen unser Bestes. Schnipp, schnapp, schnipp. So, keine Ahnung. Die schnippt seit Stunden hier vor sich hin. Wir müssen also irgendwie hier als nächstes versuchen, von dieser Insel zu kommen. Dazu brauchen wir ein Segel. Um das nochmal zu kapitulieren, rekapitulieren auch mit Rehen. Wir müssen dieses Apparat hier ins Laufen bringen. Das hat bestimmt einen Sinn. Und wir müssen für das Imperium der Schrimps einen Biber von seinem Damm weglocken. Und ein Sumpfmonster zu einem Schnurrbart verhelfen. Das sind ganz normale, logische Rätsel, wie sie jeden Tag passieren, aber wir haben da nicht so richtig die Lösung für. Klar, Sumpfmonster, Schnurrbart, logische Sache. Passiert ständig. In der Bahn sprechen die auch mich immer an. Hallo, ich bin ein Sumpfmonster. Weißt du, welcher Bart mir am besten stehen würde? Ja, das ist... So. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, dass wir die Strumpfhose benutzen, um vielleicht hier rüber zu kommen, so à la Tarzan oder Jane. So, mal gucken. Wow, das gibt eine astreine Steinschleuder ab. Baby! Ups, ja. Nimm das, Biber! Ich hab den Biber abgeschossen. Okay. Kann ich ihn wieder nehmen? Nee. Okay, ist auch egal. Oder vielleicht, naja, lassen wir das. So, ja, das war ja dann unerwartet, aber es hat funktioniert. Den Biber haben wir geschossen mit dem leckeren Bonbon. Guter Schuss! Ja. Das war beeindruckend. Jo, das hat sich besser angefühlt, als es sollte. Ja. Wir kümmern uns um den Rest. Meine Männer reißen die Barrikade bereits Männer, ab. Ja. Hier, du kannst durch. Danke. Dankeschön. Warte, du hast bewiesen, dass du ein wahrer Verbündeter das krieg ich jetzt. Cocktailsoße. Bist. Hier, nimm das als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Eine aufgeweichte Briefmarke. Wenn du mal etwas verschicken musst, wirf die Fracht mit der Marke und Adresse ins Wasser. Ach, so geht das. Gültig für 2 Pakete. Gut verschnürt, unverzügliche Liefergarantie. Einer meiner Männer wird sich dann darum kümmern. So geht das mit der Flaschenpost. Männer, ausrücken! Ja. Marke des Schimperiums. Eine labbrige, durchnässte Briefmarke von dieser seltsamen Garnelentruppe. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Jesus. Also irgendwann werden wir die wahrscheinlich nochmal brauchen. Wahrscheinlich hier alles irgendwie... Flolo, Fleinchen, Flüte, Pflücken. Oh, was ist das? Free. Hier gibt's. Okay, das bleibt unter uns. Verstanden? Freie Blümchen. Hier ist der Damm ordentlich aufgeräumt. Also, die Jungs haben ja gute Arbeit geleistet vom Schrimperium. Ja, hier kann ich so viel pflücken, wie ich will. Toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher. Was ist hier? Kann ich da drauf? Ich brauche gar nicht so viele. Hör auf! Lass das! Die pflückt einfach. Kann ich davon aufhören? Sie ist süchtig nach Fotofeilchenblüten. Oh mein Gott! Wahrscheinlich hat das eine Konsequenz, aber wir machen das einfach. Sie mag einfach diese Blumen. Sie ist auch ein Mädchen. Dieses typische Mädchen halt, so total typisch. Ist lieb und nett, nie zynisch. Ja, warum ist das hier? Das muss ja auch einen Sinn haben. Hier hat alles einen Sinn. Der Mann malt nicht jahrelang hier diese Kulisse und das hat keinen Sinn. So, schauen wir mal. Also das haben wir schon mal gelöst. Jetzt können wir ja... tja, diese Briefmarke. Ich weiß nicht, ob die uns was bringt, aber...
eigentlich in der Hand? Oder was ist das? Also der hat die Hände in den Taschen, glaube ich, oder? Ich kann mir so schlecht sehen bei diesen Pixeln. So, dann gehen wir mal zu der Madame hier. Der Sirene, das ist keine Meerjungfrau, das ist eine Sirene. Die besteht da drauf. Es gibt sonst Ärger, wenn man sie falsch anspricht. Und eine Sirene sollte man sich nicht anlegen. So. Hallo, Frau Sirene. Hey. 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 Hast du die Folofalchenblüten? Oh ja. Ich habe mehr als genug. Klasse, gib her. Nicht schlecht, Kleiner. Also gut. Du möchtest zu Madame Yichumilele. Jawohl. Hier geht's lang. Juhu. Tamara. Tamara? Okay. Interessant. Ja. Tamara heißt der Frosch. Geheimgang. Okay, ein Geheimgang. Oh mein Gott. Was erwartet uns hier im Dunkeln? Ein Dungeon. Schatztruhen. Ein Huhn. Wer weiß es. Ich sehe nichts. Gibt's hier Licht? Hier ist, Ich habe leider nichts, um Licht zu machen. Außer einer feuchten Briefmarke. Die Prophezeiung stimmt. Du bist es. Die endlich Licht ins Dunkel ja, bringt. Es ist ja jetzt auch hell geworden. Oh, du verwechselst mich. Entschuldige, alte Frau. Ich bin nicht der Elektriker. Du musst nicht schreien, ich kann dich sehr gut hören. Das Schicksal hat dich an diesen Ort geführt. Natürlich. Was ist das hier für ein Ort? Hier wohne ich. Und ah, Heilpraktikerin wahrscheinlich. Praktiziere ich. Offensichtlich kein Feng Shui. Wie schon gesagt, ich kann dich sehr gut hören. Ich bin Cleo. Das muss ich ja schon wissen. Nach Hause zu kommen? Ich weiß genau, wer du bist, Kleine. Ach ja? Natürlich. Du willst wieder nach Hause. Hm? Die Begegnung mit dem Kraken hat dir wohl ganz schön zugesetzt, was? Kann man so nicht sagen. Warte. Ja, weißt du das? Ja, sicher auch. Ich weiß vieles. Wahrsagerin natürlich. Das meiste kann ich ganz einfach aus den Augen lesen. Der hat das Drehbuch gelesen. Und deine Augen haben nicht nur den Kraken gesehen. Ist es nicht so? Oh einen ja. Geist hast du mit diesen Augen auch gesehen, nicht wahr? Das stimmt. Du bist wirklich gut. Und ein Schneidbrett. Dieser Geist, er hat dich zu mir geführt, ja? Eigentlich nicht. Ich habe eine abgetrennte Hand und ein Logbuch in einem Fisch gefunden. Mhm. Normal. Und plötzlich ist dieser Geist aufgetaucht und hat deinen Namen an die Wand geschrieben. Dann war er wieder weg. Interessant. Gib mir die Hand. Okay. Nicht deine. Die tote Hand, die du gefunden hast. Oh, na klar. Wieso? Willst du das wirklich wissen? Weißt du, in die Vergangenheit zu schauen ist einfach. Aber um in die Zukunft zu sehen, muss man sich schon ein wenig ins Zeug legen. Okay. Ha, ich wusste es. Ja. Möchtest du wissen, was ich in deiner Zukunft gesehen habe? Doch, nö. Hast du ernsthaft die Hand in die Suppe geworfen? Was habt ihr nur alle mit euren Suppen? Willst du nun deine Bestimmung wissen oder nicht? Klar. Du bist es. Natürlich, die immer die Auserwählte. Die Auserwählte. Die Auserwählte? Ja. Du wirst das Rätsel endlich lüften und ihn finden. Ihn? Den Schatz der ewigen Erinnerung. Erinnerung. Habe ich vergessen, was es ist. Warum kann man sich als Auserwählter nie aussuchen, ob man auserwählt wird? Das ist immer zum Kotzen. So, also. Naja, gucken wir, machen wir mal. Was hat es mit diesem Geist auf sich?
Auch manchmal gibt einem das Schicksal einen Schubs in die richtige Richtung. Ich verstehe, aber woher kannte er deinen Namen? Du bist hier, richtig. Bereit, das große Abenteuer beginnen, für das nur du bestimmt bist. Die Arten warten alle darauf. Das kann nicht sein. Ich bin kein... Was? Kein Abenteurer? Naja. Kein Schatzsucher? Naja. Kein Pirat? Naja. Du wirst nicht nur irgendjemand sein. Naja. Sobald du den Schatz gefunden hast, wirst du der berühmteste Abenteurer aller Zeiten sein. Ich habe es gesehen. Glaub mir. Was ist das für ein Schatz? Er ist sehr schwer zu finden. Viele Abenteurer und Piraten vor dir haben sich auf die Suche gemacht. Aber er wurde sehr gut versteckt. Zu gut. Glücklicherweise ist bekannt von wem. Was sind denn mit dem Schatz eigentlich? Wirklich? Von wem? Teddy McAnally. Ach, der. McAnally? Der Erfinder von diesem lächerlichen Kartenspiel. Krakenförder. Genau der. Die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung fing mit ihm an. Der ist schon lange tot, oder? Oh ja, schon eine halbe Ewigkeit. Eigentlich wollte ich einfach nur nach Hause. Tja, du hast den Kraken du fängst überlebt. Immer an. Verstehst du, was das bedeutet? Dass ich zu etwas Größerem bestimmt bin? Zu etwas Größerem als zu einem langweiligen Leben. In einer Bar. Es ist deine Entscheidung. Aber bitte, lass mich dir etwas mit auf den Weg geben. Ein Geschenk. Was jetzt? Was ist das? Ein Papagei? Sieh nach. Oh je. Müssen wir das wirklich? Was hat die mit diesem Arm... Ein Glas voller Fischaugen. Schüssel mit Glasaugen ansehen. Eine Schüssel, die zur Hälfte mit Glasaugen gefüllt ist. Gar nicht unheimlich. Nö. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Spiegel. Hier hängen überall diese seltsamen Spiegel. Ich habe sonst einen ordentlichen Fußabtreter. Wow, ziemlich gut sortiert. Ordnung ist das Wichtigste. Okay. Oh. Ich habe eine Tomate gepflückt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Was das wohl bedeuten mag. Gut. Sollen wir es wagen? Doch, nee, komm, wir gehen wieder. Das ist doch blöd. Also, nein, wir wagen es natürlich. Ach nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht, ja, es ist eh so viel zu offensichtlich. Na gut, wir machen es jetzt. Obwohl, naja, gut, wir machen es. Was? Ein Papagei? Ein berühmter ein toter Pirat. Papagei, oder? Mit Papagei auf der Schulter. Und allem drum und dran, richtig? Ja, aber der sollte doch lebendig sein, dieser oder? Teil deines Wunsches wäre damit schon mal erfüllt. Kann man alles in den Augen ablesen, so. Liebe. Jetzt liegt es an dir, ob du dir den restlichen Wunsch auch erfüllst. Wie schon gesagt, es ist deine Entscheidung. Okay. Ist der... tot? Was? Sei nicht albern. Der schläft. Oh, gut. Okay. Lam Jicho Belele. Ich weiß nicht, warum die so einen komischen Namen hat. Ich habe die alte Frau getroffen, von der mir die Sirene erzählt hat. Und sie hat sehr seltsame Dinge gesagt. Ich sei die Auserwählte, um den Schatz Davy in Erinnerungen zu finden. Warum soll ich das überhaupt? Sie wusste viele Dinge über mich. Vielleicht kann sie wirklich wahr sagen, aber das kann doch nicht wirklich wahr sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das ist der Papagei, den Madame Michumilele mir geschenkt hat. Er schläft in seinem Käfig.
Ja. Gut. Ja. Gut, der Papagei schläft. Das ist aufregend. Wow. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Du weißt alles, was du wissen musst, Kleine. Was du daraus machst, liegt ja ganz bei dir. Die sieht immer gut. Hier kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Immer komische Andeutungen, keiner hilft dir und du bist dann auserwählt, dann sollst du den ganzen Scheiß von anderen Leuten erledigen, um die Welt zu retten. Aber keiner sagt dir mal eindeutig, geh dahin, mach dieses, mach den platt aus. Nein, das muss man alles selber rausfinden. Ich hab keinen Bock drauf. So. Sowas. Kann ich mit dir nochmal labern? Tjo. Anscheinend nicht. Ja, was war jetzt hier mit dem Papagei? Dem Ding kann ich mal noch nichts machen hier, ne? Also wie die Tomate. Ne? Tja. Nun gut. Die Tomate alleine bringt mir jetzt ja auch nichts. Ich muss ja diesen Drink machen. Das hier brauche ich einen Hebel. Wo kriege ich jetzt einen Hebel her? Ich kann aber mit so einem Ginmeister hier reden. Der mir irgendwas. Kann man hier. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Hey, ich bin's nochmal. Okay, dann erfahre ich nichts Neues. Okidok. Der Kerl ist. Aber die. Der Kerl. Aber diese Flaschen haben. Okay, ich brauche diesen Hebel. Wo kriege ich den wohl jetzt her? Dann könnte ich vielleicht diesen Cocktail mixen, der uns einen Bart wachsen lässt. Also nicht uns, sondern dem Sumpfmonster. Wo sollte dieser Hebel sein? Da ist nichts mehr drin. Tja, ein Hebel. Papagei ist jetzt auch nicht gerade nützlich. Wir könnten den hier rüber schieben. Nein, das machen wir nicht. Tja, gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen? Ich meine, hier sind viele Stöcke. Vielleicht kann man davon ja einen als Hebel benutzen. Moment. Holzstapel. Wow, ordentlich gestapelt. Hey, was ist denn aha das da? Sieht aus wie ein Holzbein. Holzbein. Das war ein tragendes Element im Biberdamm, ja. Das weiß man von Bibern. Sie benutzen gerne als Grundstock für ihre Dämme Holzbeine. Die sind meistens von guter Qualität, die von Piraten. Deshalb sind die immer super für Dammbauarbeiten von Bibern. Das habe ich mal einen Hans-Siemann-Film gesehen. Holzbeine und Biber. Das wunderbare Leben. Vom Piratenbibern. So. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt hier das Richtige gefunden haben für unseren Hell 3000. Cock Hell 8000. Mist, ich glaube. So, schauen wir mal, was passiert, liebe Freunde. Anscheinend ist eine
Zeitpunkt, um den Tag zu überstehen. Okay. Oh. The basis, the modifier and the flavor. Oh, look at that. Da müssen wir nochmal in so ein schlaues Buch gucken. Nicht das. Das. Michael Hale Jordan. Da brauchen wir einen Whisky. Wo kriegen wir den jetzt schon wieder? Eine Tomate haben wir als Modifier. Dann brauchen wir noch Kokosmilch und Whisky. Uff. Eine Testos-Tomate. Ein Drink gefällt, um den Tag zu überstehen. Haben wir hier Whisky? Glenmorangie, 18 Jahre. Glen, okay. Erneue Brause. Edward Antivir. Wodka. Tölkins Kutte. Sponsor Energy Nagelpilz. Hm, lecker. Kokosmilch. Howdy Dowdy. Ha, Instant-Kaffee? Gut. Salt Lick Smitty Tequila. Kopfschmerztabletten. Was? Butchak Sellerie? Gut. Habt ihr jetzt Whisky? Okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Was halten Sie von einem Drink? Aber das ist nicht richtig. Ah, Moment. Whisky ist die Basis. Ja, Whisky, Tomate und Kokosmilch. Ein Drink gefällt, um den Tag zu überstehen. Ah. Fantastische Wahl. Komm sofort. So geht das. Ich habe den Hebel nicht gedrückt. Wow, das hat geklappt. Die Kokosmilch ist jetzt leer. Ich nehme die Kokosnussschale mit. Okay. Michael Herr Jordan. Ich habe die letzte Kokosmilch für den Michael Herr Jordan aufgebraucht. Jetzt ist die Kokosnussschale leer. Mein erster Cocktail aus dem Cocktail 8000. Der soll irgendwann zum Bartwuchs anregen oder so. Also trinke ich das Zeug nicht. Gut. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich könnte hier natürlich jetzt andere Cocktails noch machen, ne? Das so gesund wäre, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, unserem unbärtigen Monster zu helfen. Nicht unbändigen, sondern unbärtigen Monster. Das ist auch wieder ein geiles Wortspiel, oder? Das ist großartig hier. Das inspiriert einfach dieses Spiel hier. Ja. So, da war aber ein Ast im Weg. Furchtbar, diese Äste immer so. Ich weiß auch nicht. So, mein Freund. Mit dem Sumpfmonster reden. Bis später. So, okay. Dann machen wir es so. Klick. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich glaube, es ist soweit. Oh je. Oh je. Ich wusste es. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Hey du, ganz alleine hier? Lässiger Schnurrbart, was? Ich weiß. Ich muss weg, Süße. Hab noch Termine, du verstehst? Machen wir da jetzt keine große Sache draus. Ich stehe nicht so auf den großen Abschied und so. Du wirst mich nicht vergessen. So, wem muss man hier eine reinhauen, um einen Drink zu bekommen? Oh Gott. Wow. Schlagartig Mr. Cool geworden. Oh Mann. Na gut, haben wir dieses Rätsel gelöst. Kann ich aber noch einen Schluck haben? Nee, Mist. Jesus Maria. Sumpfmonster Kokon. Ein perfektes Segel. Jawohl. Was mache ich mit dieser Kokosschale? Habe ich eigentlich noch ein Rätsel jetzt zu lösen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hier sind noch so viele Kokospalmen. Oder wahrscheinlich sind das Kokospalmen. Dann kann ich da nichts vom Ast schütteln hier. Mensch. Weiß nicht, warum ist das jetzt? Okay. Da sage ich mit einem blöden Papagei, der pennt die ganze Zeit nur. Ist überhaupt nicht hilfreich. Ich muss hier alles alleine machen. Kann man auch nichts mitmachen hier.
muss ja irgendeinen Sinn haben, dieser Kokosnuss. Ja. Gut, dann haben wir jetzt also auch ein Segel. Ja, arme Krabbe. Dann haben wir eigentlich alles geschafft hier auf der Insel, oder? Met, Wasser, Kaffee. Könnten uns auch sowas machen und selber trinken. Hm? Aber ja, Regenwasser weiß ich jetzt nicht. Met und Kaffee braucht man dafür. Das haben wir natürlich nicht. Oh, lauf, Leo. Ich weiß nicht, was sie da eigentlich anhat. Ist das ein Kleidchen oder ist das so eine Art Hosenanzug, Latzhose? Umstellung. Kaffee gibt's. Wir haben kein Regenwasser. Schade. Das könnte man natürlich mit der Kokosnussschale einfangen, aber das bringt nichts. So, dann schauen wir mal. Malte! Hey, ich bin's nochmal. Was gibt's? Denkst du, das hier könnte man als Segel nutzen? Was ist das? Ein Kokon. Von einem Sumpfmonster. Mit Schnurrbart. Mit einem Schnurrbart. Ist doch klar. Hm, tolles Material. Mhm. Leicht, windundurchlässig. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja, natürlich. Ja? Sieht gut aus. Aber? Ich pack alles zusammen. Und dann starten wir Versuch 38. Oh Gott. Auf geht's, Kameraden, setzt die Segel! Leo stellte den Papageienkäfig an Bord und half Malte, die Versuch 38 zu beladen. Mit einem Ruck hisste Malte das neue Segel und tatsächlich... Oh Gott. Es gelang ihnen, mit dem alten Boot die Strömung von Miraclay zu überwinden. Miraclay. Doch bevor Cleo etwas sagen konnte, befahl eine völlig fremde, krächzende Stimme... Auf nach McInerney Palms! Ah! Kapitel 2, das Irrlicht der versunkenen Galerie. Oh, das klingt geheimnisvoll. Da bin ich mal gespannt. Oh, der Mond scheint. Das kommt mir bekannt vor, das Bild. Endlich. Das Irrlicht des Ignaz. Was wollen die alle mit diesem Irrlicht? What the hell was this? Mein Gott, eine Nebenhandlung. Kabeka? Ups. Oh mein Gott. Hat ihn ins Wasser geworfen. Wow, 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 wow. Moment mal. Was? Glaubst du mir nicht? Captain Kabeka soll ein Betrüger sein? Ein hinterhältiger, nichtsnutziger Lügner und Betrüger, jawohl. Und übrigens viel kleiner als alle denken. Und diese ganzen großen Abenteuer... Ich hab's das gerade. ...gab es überhaupt nicht? Natürlich gab es die. Aber es waren meine Abenteuer. Die Abenteuer von Captain Avery Alwick. Ich komme immer noch nicht ganz mit. Ja, nicht. Du warst dieser Geist in der Bar meines Vaters? Und das war deine Hand in dem Fisch? Ei. Aber du bist ein Papagei. Ich hab Fragen. Ich bin im Körper von diesem Papagei. Verstehst du's denn nicht? Nein. Ich war tot. Diese alte Frau hat dich wiedererweckt? Wundert es dich? Bei dem Schimmelbefall da unten wundert es mich eher, dass nicht das gesamte Mobiliar mit dir sprechen konnte. Aber wieso? Ja, weil ich dir helfen kann, ihn zu finden. Ihn zu finden? Den Schnatz, den Schatz. Den Schatz? Meine ewigen Erinnerung. Ei, niemand war je so dicht dran wie ich. Und du meinst, wir könnten diesen Schatz tatsächlich finden? Finden ist nicht das richtige Wort hier, Cleo. Nicht? Ich weiß, wo der Schatz ist.
Wir müssen nur noch dorthin kommen. Jawohl, auf geht's. Wie meinst du das? Der Schatz liegt auf einer Insel namens Pumbo Island, verborgen im nautischen Nebel. Nautischen Nebel? Ei, wir brauchen lediglich ein Irrlicht, um in diesen Nebel zu navigieren. Klar. Ohne ein Irrlicht finden wir auch nicht nach Pumbo Island. Nö. Deswegen müssen wir zuerst nach McInally Park. Ja. Um uns ein Irrlicht zu besorgen. Mhm. Verstehe. Ich nicht. Also, was nun, Kleine? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Nach Hause oder McInally Park? In Ordnung, Vogel. Lass uns den Schatz finden. Malte, Kurs auf McInally Palms. Bist so optimistisch. Und? Willst du einen Keks oder so? Ach, halt den Schnabel. Und so segelte die Versuch 38, Leo, einem sprechenden Papageien, Malte dem Cocktailmixer und seinem marktführenden Cocktailmixautomaten Richtung McInally Park. Wenn das nicht eine super Crew ist, ich weiß es nicht. Da ist die Schatzinsel ja ein feuchter Lappen dagegen. Wir sind da. McInally Park. Und was jetzt? Irgendwo in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie der seltenen Gegenstände. Die Galerie nennt sich Atilantis. Ah. Dort muss es ein Irrlicht geben. Ach so. Besorg uns das irgendwie. Ach so. Versunkene Galerie, Atilantis, Irrlicht... Irgendwie. Alles klar. Gut, mehr gibt's nicht zu tun. Ziemlich langweilig. Also, Atlantis finden und eine Galerie, die versunken ist. Merkwürdige Dinge, Schätze, Irrlichter. Klingt nach einem ganz normalen Tag. Okay. Das hat sie denn wieder hier geschrieben. Von hier, der sprechende Papagei. Ich mache hier weiter. Versuch 38. Jetzt habe ich alles noch nicht gelesen. Woher weiß er das? Diesen Sternchen. Ich hab's geschafft. Ich konnte einen Segelersatz auftreiben. Damit konnte dieser seltsame Cocktailmixer Malte durch die Ströme auf Maraclay überwinden. Endlich geht's nach Hause. Da spreche der Papagei. Der Papagei, den Madame Yichumelele mir geschenkt hat, spricht. Und er plappert nicht nur nach. Er erzählt Geschichten. Er behauptet, der wahre Abenteurer hinter den berühmten Chiabeka-Geschichten zu sein. Er sagt, dass er weiß, wo der Schatz der ewigen Erinnerung vergraben ist. Ein Schatz. Hat Madame Yichumelele vielleicht wirklich recht? Bin ich die Auserwählte, um diesen Schatz zu finden? Solange ich nicht irgendwo in den Vulkan schmeißen muss, ist das erst dieser Geist und das Logbuch, dann der Krake, die Sirene, die Wahrsagerin und jetzt der Papagei. Alles scheint so vorherbestimmt. Aber was soll's. Papa sagt, er will mich nicht mehr sehen. Richtig, der alte Langweiler wird sich wundern. Ich mach's, ich gehe auf dieses Abenteuer. Jawohl, und dann sind wir jetzt auf McInally Palms. Klingt ja wie so eine Urlaubsinsel. Wir sind an unserem ersten Ziel angekommen, McInally Palms. Avery hat gesagt, dass in der Nähe dieser Insel eine versunkene Galerie namens Atilantis liegt. Eine Galerie? Also eine Kunstgalerie oder was soll das eigentlich sein? In dieser Galerie soll das Irrlicht sein, das wir benötigen, um durch den nautischen Nebel zu segeln. Wie aufregend. Ich schaue mich erstmal um. Jawohl, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge mit... Cleo und ihrem Papagei und der Cocktailmaschine und der Cocktailmixer auf ihrem Schiff hier in McInally Palms. Jetzt ist Maria. Wir gucken uns aber erstmal nochmal hier an. McInally Palms, schaut ihr euch das hier an? Ist das nicht wunderschön? So, hier Smiley-Aufkleber. Wahnsinn. Aber was das genau bedeutet, das erfahrt ihr. In der nächsten Folge bei Cleo, A Pirate's Tale. Vielen Dank fürs Zuschauen, für das Mitlösen der Rätsel. Ich habe zu viel von diesen Cocktails. Aber ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich finde es echt witzig und ich mache auf jeden Fall weiter und will natürlich wissen, was dieser Schatz wohl ist. Und ich muss mir jetzt einen Cocktail machen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Ahoi!